Herzlich willkommen zurück zu Technomage. Und ja, wir sind jetzt nicht genau da, wo ich beim letzten Mal gestorben bin, sondern einfach nur grob in der Gegend, weil ich mich jetzt hier gerade noch ein bisschen umsehen möchte. Upsala. Da unten waren wir da schon. Da habe ich gerade sowas wie eine Plattform gesehen. Ja, da waren wir schon. Da kommen wir ursprünglich her. Da hinten geht es nicht weiter. Ich muss also hier einen Weg nach oben finden. Also ich hatte ja da diese Teile, die aus der Wand rausfahren. Diese hier. Leider erkennt man hier nicht, was weiter hochgelagert ist. Ja, doch so ansatzweise. Aber ich glaube, ich muss wirklich versuchen, mit denen hier hochzukommen. Ich habe es jetzt auch offscreen noch nicht versucht. Und irgendwie wird es jetzt schon klappen. Ich muss doch eigentlich nur im richtigen Moment springen. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, wie ich schnell speichern und schnell laden kann. Ich glaube, es war irgendwas mit F5. Oh, wie geil. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, ich speichere das jetzt sofort. Weil das klappt bestimmt kein zweites Mal. Und sicherheitshalber, habt ihr jetzt noch mal ganz kurz Standbild? So, da bin ich wieder. Weil ich wollte ganz kurz nochmal sicher gehen, ob wirklich die Aufnahme läuft. Weil das möchte ich jetzt hier in diesem Moment... Das ist eine merkwürdige Wand. Kann ich die sprengen vielleicht? Also schaut mal, wie dünn die Wand hier ist. Ich versuche das mal. Ja, ich wollte jetzt nicht das Risiko eingehen, dass es vielleicht jetzt nicht aufnimmt oder so. Das hatte ich ja schon ein paar Mal. Nee, da tut sich nichts. Normalerweise sieht man das den Wänden auch an. Aber schaut mal, wie dünn die ist. Das ist doch nicht normal. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang weiter. Oder auch nicht. Ich muss doch hier das irgendwo wegsprengen können. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen hier. Zwei Sackgassen? Oder kann ich hier runter? Oder komme ich daher? Nee, da komme ich jetzt... her. Nein, komme ich nicht. Wenn ich mich jetzt da so nach links drehe... diese Richtung... Nee, da komme ich nicht her. Oder nur bedingt. Ich glaube, ich muss schon da runter. Ja, ja. Ich komme ja von da drüben. Ich gehe jetzt mal da runter. So. Wir hatten ja gespeichert für alle Fälle, also... Ich weiß doch gar nicht, wann uns mal wieder ein Level-Up erwartet. Gehen wir erstmal hier lang. Ich weiß auch nicht, wie viele Drusen ich noch brauche oder wie viele ich schon übersehen habe. Da kann ich nicht hoch, ne? Es sieht so aus ein bisschen, aber... Ich habe so das Gefühl, dass ich hier gleich sterben werde. Weil es ist schon sehr eng hier alles. Ich muss auch ziemlich auf Löcher... im Boden achten. Noch eine. Oh, da ist ein Durchgang. Sehr schön. Und noch eine Druse. Das haben wir jetzt Gott sei Dank aktiviert. Also wenn ich jetzt in die Lava falle, ist das nicht so schlimm. Ich möchte jetzt aber trotzdem hier nochmal kurz entlang gehen. Ob da noch irgendwo was ist. Außer diverse Löcher im Boden. Ja, wobei, wir haben das Gebiet jetzt komplett erkundet. Dann gehen wir mal zu diesem Durchgang. Und schauen mal, wo wir da hinkommen. Also wir erinnern uns ja, im letzten Kapitel haben wir ja erfahren, dass Helmar Taros ursprünglich in einem Tal beim Vulkan war. Und eigentlich nicht im Vulkan. Aber wir suchen ja auch noch die Schach. Also jetzt schauen wir mal, wo wir da hinkommen. In einen neuen Außenbereich. Sehr schön. Hier kommen wir auf jeden Fall zurück, wenn es denn sein müsste. Wo bin ich denn da? Bin ich? Ich habe gerade meinen Cursor gesucht. Wir sind erst bei 40% der XP, also das Level-Up, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ich werde mich aber gleich nochmal heilen. Sicherheitshalber. Also quasi jetzt. Was mache ich denn hier? Ich bin heute wirklich noch ziemlich verwirrt. Also... Können wir rüber. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Ja, sieht so aus. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn hier viele Gegner sind, weil damit können wir dann zumindest ein bisschen hochleveln. Schadet uns gar nicht. Das sollte mich doch sehr wundern, wenn ich diese Sprungpassage... am Stück schaff, ohne zu sterben. Ja. Ich sag's und fall rein. Ich habe zwar rechtzeitig gedrückt, aber er hat nicht reagiert. Sehr ärgerlich. Liegt da drüben. Ja, also für die zwei Tränke werde ich jetzt mal nichts riskieren. Oh Mann. Tränke haben wir jetzt wirklich genug. Und das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich da einen halben Part darauf verschwende. Da oben ist auch noch was. Da komme ich jetzt aber von hier aus nicht hin. Nee. Wenn ich einen halben Part darauf verschwende, da zu versuchen, irgendwelche Tränke zu kriegen. Ach, jetzt also... die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich könnte jetzt mal versuchen, wie das... Moment. Ich mache jetzt mal ganz kurz ein Experiment, weil dann können wir das Ganze vielleicht ein kleines bisschen vereinfachen. Ich speichere jetzt mal hier an dieser Stelle. Nee, dann nehmen wir den hier. So. Und jetzt schaue ich mal... Ich probiere jetzt gerade meine Taste aus... Nein, das war die falsche. Das war auch die falsche. Das war auch die falsche. Da kann ich... Ah, da kann ich umschalten. Super, das ist ja schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. F9 ist speichern. Und wie kann ich den neu laden? Nein, das wollte ich nicht. Das ist das hier. Okay, so kann ich das alles durchschalten. Das ist jetzt etwas doof, dass ich... F8 ist wahrscheinlich neu laden, aber damit will ich die Aufnahme beenden. Das ist ein bisschen doof. Okay. Aber F9 ist zumindest schnell speichern. Ist ein bisschen blöd, dass ich schnell laden... jetzt woanders hab. So. Jetzt habe ich ja gerade sinnlos Sachen verplempert, deshalb laden wir diesen Spielstand nochmal. So. Und jetzt wird es hier hoffentlich mal ein Stück durchgehen. Und wenn ich jetzt merke, dass ich wirklich ein Stück weit gekommen bin, dann werde ich eben den Spielstand speichern und neu laden. Ich habe da keine Lust, da ständig von vorne anzufangen. Ich hab mir jetzt gerade gedacht, okay, wenn ich jetzt die Stelle habe, dann... Das Problem ist halt auch wirklich, wenn man nur alle paar Wochen mal für eine Session spielt, dann ist man halt auch nicht so extrem fit mit der Steuerung. Man... hat sich dann halbwegs angewöhnt, dann macht man wieder mal eine Aufnahmepause und beim nächsten Mal fängt man wieder quasi fast von vorne an. Man kann das von der Perspektive her auch teilweise hier ein bisschen schlecht schätzen, ob man hier irgendwo... Halt, ich wollte ja so... Ja, besser war's. Ob man hier auch wirklich rüberkommt.
Ich glaube, ich muss da ein bisschen links abspringen. Ja, bin ich. So. Vielleicht von hier so. Okay. Ja, das hat jetzt nicht gereicht. Ah. Wird eine zähe Folge, in der wir wenig Fortschritt haben. Oder in der ich wenig Fortschritt habe. So, von hier habe ich das versucht. Ach Mensch, ich springe immer zu früh ab, aber ich kann das halt auch nicht richtig erkennen. Das ärgert mich jetzt total, dass ich mich jetzt hier so anstelle. Ehrlich wahr. Ach ja, das hat ja nicht... Oh Mann! Ich will ja die Folge nicht schneiden. Ich habe ja immer keinen Bock, da groß was rumzuschneiden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, wenn man schon Let's Plays aufnimmt, dann sollte man sich schon die Mühe machen, das Video auch ordentlich zu machen. Aber mein Laptop ist halt nicht so der Brüller und das ist halt immer sehr nervig, wenn ich hier noch groß schneiden muss. Und deshalb versuche ich das schon immer möglichst ja in einer Endfassung aufzunehmen. Hier komme ich zurück, aber nicht weiter. Was mache ich denn jetzt? Ja, da komme ich gerade her. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Hallo? Da komme ich doch niemals rüber. Na, im Leben nicht. Also, das lag jetzt auch nicht nur dran, dass ich relativ früh abgesprungen bin, sondern... Da ist der Abschnitt wirklich zu groß. Was sagte die Karte? Die Karte sagt, dass ich jetzt hier bin. Hätte ich da vorne irgendwo abbiegen müssen? Kann das sein? Kugelkegeln? Was soll das denn sein? Ich muss anscheinend ein Stück zurück. Das, ja. Hält sich meine Begeisterung jetzt gerade in Grenzen? Ihr seht, bei mir geht gerade ein Facepalm nach dem anderen. Echt wahr? Okay. Also gehen wir ein Stück zurück und versuchen das Ganze nochmal. Darüber... Aber das schaffe ich doch niemals. Ja, es sieht aber schon so aus, als müsste ich dahin... Auf diese kleinen Inseln versuche ich gar nicht erst zu springen, weil da würde ich ja gar nicht mehr hochkommen. Vielleicht von hier? Wo ist denn... Ja, das nimmt sich eigentlich nichts, ne? Nee. Also es kann eventuell klappen, wenn ich ganz dicht rangehe, aber... Das wird jetzt nicht einfach. Ich finde, an so einem Riesenabgrund, da hätten sie ruhig mal so ein Technomage-Symbol hinmachen können. Also viel weiter vor möchte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, aber ganz knapp. Okay. So, jetzt bin ich hier und komme hier nicht weiter. Ja, was soll denn das, Mensch? Da drüben ist eine Plattform, die sich aber nicht bewegt. Da. Wie komme ich denn da hin? Da ist auch nichts, wo ich meinen Enterhaken benutzen kann. Leute, jetzt stehe ich echt hier auf der Leitung. Was will das Spiel? Ach, Menno. Also ein bisschen was erreichen möchte ich eigentlich schon. Ich meine, wir haben einen neuen Bereich erreicht. Ganz toll. Und hängen jetzt da fest. Und tut mir leid, die Sprungpassagen sind wirklich scheiße. Also...
Ja, jetzt komme ich gar nicht mehr raus hier. Ich bin jetzt wirklich bis an den Rand. Ja, tut mir leid, dass ihr jetzt da so eine Fail-Folge habt. Er kommt nicht mehr zurück. Ich versuch's jetzt hier nochmal. Nein, keine Chance. Ach Mann. Darf ich das Ganze nochmal von vorne machen, oder was? Ich versuch's jetzt mal und guck mal, ob ich irgendwo anders einen Weg finde. Aber es ist gerade ziemlich nervig hier, muss ich ehrlich zugeben. So. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, bringt mich das weiter? Ah, okay. Oh, das sieht aber nicht so aus, als wäre das ein einfacher Weg. Da ist auf jeden Fall der Trank, den ich vorhin gesehen habe. Jetzt gucken wir mal. Jetzt rechts, also auf diese da drüben. Ach. Okay, da kommt man zumindest ein bisschen besser voran. Zwei Kombitränke. Also wenn die Tränke schon auf der Plattform sind, auf der ich auch bin, dann nehme ich sie natürlich mit. Aber ich werde jetzt da keine großen Experimente in Sachen Umweg machen. Und... Aha. Okay, immerhin haben wir jetzt schon mal 3 Schritte mehr geschafft als beim letzten Mal. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier lang. Da ist eine Plattform, okay. Komme ich da drauf? Ja. Ach, Gott sei Dank. Und jetzt sind wir oberhalb des Eingangs. Genau, da wollte ich auch ganz gerne... Ui, das sieht so aus, als wäre hier ein bisschen Zivilisation. Was ist das denn? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Feder von... Er kann nichts machen. Er kann draufspringen, aber mehr auch nicht. Also irgendein Gerät. Oh, hier haben wir einen Hebel, den habe ich gerade gesehen. Ich gucke mich jetzt aber gerade nochmal hier um, was wir haben. Das sieht etwas merkwürdig aus, diese Flamme. Hm? Passiert aber nichts. Also ich nehme auch keinen Schaden, wenn ich mich da drauf stelle. Ich habe auch keinen Nutzen. Und hier ist auch noch eine. Okay, dann werden wir jetzt mal den Hebel benutzen. Ich wüsste mir sonst anders nicht zu helfen. Ach, das ist das Kugelkegeln. Ah, ich habe begriffen. Hoffe ich jedenfalls. Habe ich wieder den Mund ein bisschen vollgenommen. Ich muss, glaube ich, diese Teile hier verstellen. So. Damit die Kugel richtig gelenkt wird. Macht es Sinn, das hier zu verstellen? Ja, ich mach mal. Ich wüsste jetzt nicht, was mir das bringen sollte. Das glaube ich, dass das... Moment, dann geht sie hier lang. Dann geht sie hier lang. Dann geht sie hier lang. Und dann landet sie wieder am Anfang. Weiß ich jetzt nicht. Ich probiere das jetzt mal. Wir sehen es ja gleich. Wo ist denn jetzt die Kugel? Die ist wieder da. Okay. Nee, ist sie nicht. Schauen wir mal. So. Genau. Haha. Und das muss ich jetzt wahrscheinlich so machen, dass die in jedes Loch kommt. Ah. Und dann komme ich da hinten weiter. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf, wenn ich da wieder hin darf. Okay. Das war also das erste Loch. Dann muss ich hier, dann geht sie nach da, dann
geht sie nach da. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Muss ich jetzt gleich mal schauen. Dann geht sie hier lang. Dann geht sie hier lang. Und dann würde sie geradeaus. Ja, dann. Ah, Moment. Und jetzt dann so. Okay. Dann müsste da oben links das erwischen. Dann muss sie hier, dann muss sie da, dann ist es so und dann ja. Genau, das ist auch wieder. Ach so, oh Gott, die Farben müssen auch noch stimmen, oder was? Dann hatte ich ja jetzt Glück beim ersten, dass ich das richtig gemacht habe. Okay. Ja gut, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Dann kommt als nächstes eine grüne. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das Loch ist. Oder gelb, ja, das ist hier. Moment, wenn ich jetzt das so stelle und das so, ist es falsch. Weil die Kugel kommt ja von hinten. Also das wird jetzt, glaube ich, nicht klappen, aber ich probiere es mal. Ja, okay. Aber dann würde die so nach oben gehen und das könnte jetzt klappen. Man muss da ein bisschen um die Ecke denken. Macht aber Spaß, ist eine geile Idee, finde ich. Haha. So. Und es gibt XP, das heißt, wir haben die Aufgabe richtig gelöst. Und ich schau mal ganz kurz, ob wir noch Zeit haben. Eigentlich nicht so wirklich. Also wir könnten noch 2, 3, 4, 5 Minütchen, aber länger eigentlich nicht. Ich werde jetzt erstmal gucken, wo ich genau hin muss. Genau da lang eigentlich. Genau. Ja, das versuchen wir noch schnell. Dafür, dass ich am Anfang mich so dämlich angestellt habe. Und es jetzt sowieso nicht besser wird. Oh, was haben wir denn da? Ein neuer Zauber? Hervorragend! Das ist ein magischer Offensivschild, den ich ab sofort bestens in Nahkämpfen einsetzen kann. Allerdings dient er nur dem Angriff. Er bietet mir keinen Schutz vor den Waffen meiner Feinde. Offensivschild ist ja eigentlich sowieso schon ein Widerspruch in sich. Ich glaube, den probiere ich gleich mal aus. So. Jetzt weiß ich ja auch, wie ich das schnell auswählen kann. Also ich finde ja Technomage wirklich toll, aber die Sprungpassagen, die sind. Ah, Gott sei Dank habe ich gerade gespeichert. Die Sprungpassagen sind leider überhaupt nicht mein Fall. Ich bin jetzt auch nicht so der Held der Tastatursteuerung, muss ich sagen. Okay. Oder habe ich auch nicht viel Spielraum? Die Plattform kommt nicht wirklich dicht dran. Aber wir haben es schon geschafft. Okay, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Dann gehen wir nach links. Das bietet sich gerade so an. Und da ist auch die Karte schon zu Ende. Das ist schön. Na Moment, da geht's weiter, aber da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Nee. Da müssen wir vielleicht dann irgendwie zurückfinden. Feuergeister. Es ist keine sehr einladende Gegend. Also das kann man schon mal sagen. Da geht's wohl nach oben, wenn ich das richtig sehe.
Und hier ist eine Sackgasse. Da komme ich jetzt auch gerade hier nicht weiter, okay. Sofern ein Weg vorhanden ist, werde ich dem Weg folgen. Das sieht doch schwer nach Schach aus. Hier, das sichern wir uns erstmal. Halt! Niemand darf Schachtown ohne meine Erlaubnis betreten. Entweder du tust mir einen sehr großen Gefallen, um dir das Zutrittsrecht zu verdienen, oder du kannst gleich wieder dahin gehen, woher du gekommen bist. Solltest du Schachtown mit deinen eigenen Augen sehen wollen, dann solltest du mir eventuell bei folgendem Problem behilflich sein. Vor zwei Tagen wurde eine unserer Karawanen hier ganz in der Nähe von diesen hinterhältigen Feuergesichtern angegriffen. Es gelang unseren Männern zwar, ihr Leben zu retten, aber ihre Waren liegen teils immer noch kreuz und quer dort draußen verteilt. Wahrscheinlich sind die meisten wertvollen Dinge darunter inzwischen schon eingesammelt worden, aber was ich noch unbedingt aus diesen Kisten brauche, sind mehrere Drusen. Das sind spezielle Steine, die wir zu einem bestimmten Zweck brauchen, über den ich dir aber nichts sagen kann. Wenn du es schaffst, es mir 7 davon zurückzubringen, dann werde ich sehen, was ich hinsichtlich einer Zutrittsgenehmigung für dich machen kann. Ich denke mal, 7 Stück müssten wir haben. Da du es geschafft hast, mir die Drusen zu bringen, hast du ab sofort das Recht, Schachtown zu betreten. Möge es dir in der Wiege des Handels immer gut ergehen. Hey, Wache! Du hast gehört, was ich gesagt habe. Geh zum Handelsmeister und überbringe ihm die Nachricht, dass dieser Steamer Dreamer hier in die Stadt eingelassen wurde. Bin schon dabei. Der zweite hatte jetzt eine voll gruselige Stimme. Und eine Sache noch. Ja, Boss. Beeil dich gefälligst, sonst könnte es passieren, dass unser Gast vor dir dort ist. Yay, wir dürfen nach Schachtown. Das ist klasse, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Und jetzt wissen wir auch, wofür die Drusen gut waren. Drusen sind übrigens so Edelstein-Gewächse, sag ich mal. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen auf irgendwelchen Märkten als Geschenkartikel oder sowas, die so eine wunderschöne Form haben mit so einer Öffnung und das lässt sich jetzt ganz schwer beschreiben. Aber ja. Wir gucken nochmal ganz kurz in unser Inventar. Wir sind bei 62% XP. Und in der nächsten Folge begeben wir uns dann nach Schachtown. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ich hoffe, nach den anfänglichen Problemen mit den Sprungpassagen seid ihr jetzt trotzdem halbwegs zufrieden mit dem Part. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.